Ihnen fliegt die Politik der offenen Grenzen und der Massenmigration um die Ohren und die AfD sitzt Ihnen im Nacken. Und so schreiben Sie in Ihrem Gesetzentwurf, und bitte, sehr geehrte Zuhörer, genießen Sie diese Formulierungen der Regierungskoalition. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hatten sich am 6. November darauf verständigt, Barauszahlungen an Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einzuschränken. Die Einführung der guthabenbasierten Bezahlkarte soll neben weiteren Maßnahmen zur spürbaren Senkung der Zahl der neu angekommenen Personen aus Drittstaaten und zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands in den Kommunen beitragen. Zitat Ende. Das sind Sätze, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie von der AfD abgeschrieben haben. Das sind Sätze, für die Sie die AfD beschimpft haben und bis heute beschimpften, und nur aus Angst um ihre Macht schreiben sie jetzt diese Sätze selber auf. Aber wie richtig diese Sätze sind, sehr geehrte Damen und Herren, das haben wir am Wochenende gesehen, als in Thüringen erste Flüchtlinge das Land verlassen haben, weil es die Bezahlkarte gab. Wir wollen keine Karte, wir wollen Bargeld. Ich freue mich, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr auf die Debatte zur Remigration.